Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter und wir sind in Folge Nummer 16 von Oxygen Not Included. Ja, gucken wir mal rein. Ne? Der Mordrak hatte nach dem Herzinfarkt geschrieben, dass er das mit Ellie auch nicht so doll fand. Ja, wir sollten gucken, dass wir hier nochmal uns erweitern auf jeden Fall, damit wir mehr Essen kriegen. Das war klar. Mit der Mehllaus habe ich nochmal nachgeguckt und mit eingelegten Mahlzeit. Es ist tatsächlich so, dass man 1800 Mehllaus, Kalorien Mehllaus braucht, und das sind ja dann auch drei Mehlläuse, da hat der Mordrak also vollkommen recht. Unterschied ist halt der, dass die Mehllaus pur 4 Zyklen zum Zerfall braucht und die eingelegte Mahlzeit 16. Das ist der Unterschied. Grässlichkeit ist gleich und ja, das ist das Entscheidende. Also es geht nur um die Haltbarkeit sozusagen. Die Mehllaus ist dann haltbar. Und was ich auch glaube, wenn du dir eine Mehllaus holst, holst du dir 600 Kalorien, holst du dir eine eingelegte Mahlzeit, holst du dir 1800 Kalorien. Also die essen dann definitiv 3 auf einmal sozusagen. Ich glaube, das ist der große Vorteil daran. Gut, dann würde ich sagen, machen wir nach dem Intro weiter. So, dann kümmern wir uns mal darum, dass hier was wächst und nicht nur da wächst, sondern dass noch mehr wächst. Wir müssen mal aber gerade Raumtemperatur gerade gucken. Wo pflanzen wir noch was an? Das ist die Frage. Ich glaube, wir könnten mal hier hinter noch ein bisschen was bauen, dass wir da noch Essen hinkriegen, ne? Wir sitzen hier mit Lüftung nicht. Keimen aus, da sind auch keine Keime. Dann würde ich vorschlagen, dass wir diesen Raum hier erweitern, um dann da nochmal Essen zu machen. Hier unten war es ja schon ein bisschen zu warm, ne? Dann sollten wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. Hier machen wir erstmal die Ziegel. Und da würde ich die Ziegel natürlich jetzt auch erstmal so favorisieren. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die gehen müssten. Ich würde mal einen freilassen. Dann haben wir 3. Die Lampe kommt dahin. Dann haben wir 3. 2 für diesen Automaten. 3. Freie, 2er, so normal, einen lassen wir frei, 3, da kommt die Lampe hin, dann wieder 3, da kommt der Automat hin, 3, frei, 3, frei, Mauer hier, so soll es werden. Gut, und dann machen wir allerdings erst nur den vorderen Teil, graben hier sicherlich schon mal frei und da auch. Und dann gucken wir mal priomäßig. Ja. Können wir eigentlich 5 lassen, oder? Lassen wir auf 5. Hier haben wir jetzt Essen. Da wurde gerade auch einer, glaube ich, abgeerntet, eine Mehllaus. Ja, wir haben aber trotzdem nur 600, ne? Das ist nicht genug. Hier wird es auch nicht fertig, sozusagen. Wir sind natürlich hier unten jetzt ganz weit. Die Schleuse ist tatsächlich schon gebaut, ne? Und irgendwo ist noch ein Hedge, hat der Mordrak geschrieben, den wir zu Grillfleisch machen können. Meint er den hier? Aber eigentlich bringt er uns ja die Kohle, oder? Und die Kohle wollen wir doch haben, oder? Fürs Dingens hier. Ja, müssen wir mal schauen. Hier hat er doch schon welche hingemacht, ne? 70 Kilo. Weiß ich nicht, ob ich den Hedge jetzt so verbraten will. Das ist natürlich das beste Wortspiel. Aber da ist einer, da ist einer. Aber wir haben schon ein paar Hedge mehr, ne? 3 Stück sind es an der Zahl. Vielleicht sollten wir die erstmal aussetzen und irgendwo, ne, füttern sozusagen. Aber das wäre ja dann ideal hier, ne? Aber da sind wir ja noch nicht so weit. Okay, hier werden schon weitere Schritte gemacht, dass wir da vorankommen mit den Gebäuden hier. Und wir müssen Strom haben für den hier. Ja, damit wir da... Ja, das ist alles so ein bisschen schwierig, ne? Aber wir wollten ja eigentlich hier oben zuschauen, dass wir hier auch weiterkommen, ne? Ach, das Tor ist auf 1, deswegen wird da auch nichts gemacht. Dann müssen wir das auch auf 5 machen. Gut. So, hier hinten wird jetzt gearbeitet. Das ist schon der Verdichter, wird schon gebaut. Sehr schön. Ist aber noch nicht fertig geworden. Ich glaube, momentan sollten wir vielleicht diese Tür öffnen, oder? Damit die da schneller rein und raus können. Das wäre jetzt nicht so sinnig, wenn das jetzt da immer so lange braucht, bis die da rein und raus sind. Und hier wäre es natürlich auch besser, wenn wir die mal schnell fertig kriegen, die Nummer. So, das ist schon fertig.
In den machen wir Kohle rein, ne? Das war das organisch? Nein, Rohmineralien war das, oder? Nee, war es auch nicht. Hä? Ach, vor Erze war das. Lief Kohle, lief unter Erze. Gut, haben wir. Gut. Okay, hier wird ordentlich gearbeitet gerade. Er kriegt keinen Sauerstoff und muss wieder raus. Keiner macht die Tür auf, das ist schlecht. Lindsay, mach doch mal erstmal die Tür hier auf, oder? Macht sie auch nicht, sie arbeitet hier weiter. Ja. Boden ist fertig. Super. Und da ist der Boden auch fertig. Ja, das war jetzt hier. Super. Ja, gut. Ist halt so. Irgendein Lager ist voll. Magmatit, okay. Was bringt er jetzt? Ah, er liefert die erste Kohle da rein. Sehr schön. Und hier... machen wir mal gerade auf 6 die Einstellung der Tür, oder? Das dauert sehr lange. Wir werden mal Kohlendioxid haben, ist klar. Wer verhungert? Ellie wieder. Ellie, wie viel hast du denn noch? Noch 900 Kalorien. Ellie muss jetzt hier eine Schmutzwurzel ausgraben. Schmutzwurzel machen wir da mal auf 6. Und die beiden machen wir da auch mal weg. Und hier gibt es dann auch noch eine Schmutzwurzel, die Sinn macht. Und das müsste auch 6 werden dann. Hier ist auch noch eine Schmutzwurzel, die sollte man rausholen. Ellie verhängt immer noch. Ellie holt jetzt sich da oben aber die Schmutzwurzel hoffentlich. Hat Ellie schon was zu essen? Ich glaube ja, oder? Ist das die Schmutzwurzel? Ja, es ist die Schmutzwurzel. Okay, dann ist das Verhungern auch weg. Gut, haben wir wieder Glück gehabt, ne? Mordrak schreit schon wieder. Kriegen wir schon alles hin, oder? Machen wir hier auf 5. Dann geht es mit dem Graben vielleicht auch besser voran. Haben wir schon auf 6, ist okay. Licht fehlt hier, weil wir keinen Strom haben. Ja, weil ich so entspannt bin, sagt der Mordrak auch. Ne? Ja, klar, bin ich entspannt, ne? Was soll ich denn da was tun? Na, machen wir ein bisschen Strom, ne, dass es vorangeht hier, oder? Wer hat hier was? Fertigkeiten, Duplikanten. Catalina macht Klempnerei aufräumen. Rohrentleerung. Haben wir eigentlich noch nicht, ne? Medizin ist jetzt nicht so, aber. Steht da noch was? Nein. Klempnerei aufräumen. Rohrentleerung. Plus 2 Stärke. Ach komm, das bringt's auch. Machen wir so. So, die drei sind da schön am sich unterhalten. Catalina. Achso, Catalina kann dann auch noch einen anderen Hut kriegen, ne? Oder wie war das? So. Dann kriegt Catalina den zweiten Hut. Hier geht noch nicht. Hier geht auch schon der zweite Hut wahrscheinlich, oder? Haben wir schon. Super schweres Graben ist schon angerichtet. Und Feldstudien. So, verbesserte Tragfähigkeit. Dann könnte er Feldstudien bekommen. Ist ja vielleicht auch sinniger, oder? Und hier haben wir schon den Meisterkoch. Ja, den haben wir ja schon. Passt schon. Okay, das klappt soweit. Dann müssen wir weiter gucken. Er hat sich die Mütze auch nochmal aufgesetzt. Und geht ins Bett. Haben wir? Da haben wir schon Bett, okay. Lindsay ist aufgestiegen, oder wie sehe ich das? Unzureichende Sauerstoffproduktion, okay. Lindsay und Ellie gerade auch. Ellie kriegt definitiv das super schwere Graben. Mütze 3 auf. Und Lindsay ist arzttechnisch unterwegs, ne? Ja, komm, machen wir definitiv. Auch wenn das jetzt noch nicht vonnöten so wichtig ist, aber wer weiß, was da noch alles kommt.
Ellie hat's auch. Gut. Stinky, wo ist der? Hier unten? Ah, da ist Stinky. Der holt was. Der räumt erstmal die Kohle auf. Ist doch eine gute Idee so, ne? Wenigstens ist die Tür hier unten schon auf. Das ist mit 7 schon unterwegs, okay. Stromtechnisch ist es dann angeschlossen, das ist auch okay. Dann kriegen wir da auch Sauerstoff hin. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Aber die Batterie ist erst auf 3. Und der ist auf 7. Vielleicht sollten wir die Batterie dann doch auch mal höher machen, oder? Wir müssen nur an- und ausschalten, denn... Okay. Nahrungsmangel ist klar. Hier ist noch nichts passiert. Was ist hier? Druckerzeugnis verfügbar. Ah, okay. Gerade gekommen. Wähle eine Blaupause. Pufflet Eye. Ja, der Schleim, ne? Der Schleim kannst du zu Algen machen. Das war so, ne? Und da sind Eier. 3 Stück an der Zahl. Wenn du aus den Eiern Algen machst, hast du immer Sauerstoffproduktion. Eigentlich nicht verkehrt, ne? Dingens ist schwierig. Also ich nehme mal erstmal die Eier. Die werden hier eingelagert, oder wie war das, ne? Lagerbehälter graben. Graben machen wir auf 8, damit der Lagerbehälter frei wird. Aber da ist schon wieder ein Ei davor. Ah, ungekühlte Omelettes-Geschichten, ne? Oder wie war das? Und wenn wir aus dem Pufflet die Eier machen, ist das auch okay, oder? So. Stinky hat gerade gegessen. Strom ist jetzt gleich voll. Ellie macht sauber. Apotheke hat immer noch keinen Strom, ist aber nicht schlimm. Hier unten müsste es weitergehen, ne? Und da geht es nicht weiter, weil der Kupfererz ist da. Ellie kommt und macht jetzt was. Ellie baut die Batterie zu Ende. Kupfererz ist da wohl. Lass mal gerade die Prio hier unten gucken. Ah, die Leitung ist nur 3. Da muss die Leitung natürlich auch 7 sein, ne? Ja, anders dann auch keinen Sinn, oder? Ren macht jetzt den Generator heile. Catalina läuft da lang. Das ein guter Weg ist. Ellie hat da keinen Sauerstoff. Sauerstoff. Mangelware. Weil wir hier keinen Strom haben, oder was? Ja, tatsächlich. Dann muss das doch schon wieder an, oder? Wer tritt denn da? Keiner? Catalina geht da nicht hin. Fühlt sich jetzt keiner für zuständig, wie sehe ich das? Sand. Ich glaube, um Sauerstoff zu kriegen, brauchen wir gerade... Ah, Ellie macht's schon. Okay, dann brauchen wir da keinen mehr schicken, der es noch mehr macht. Die Batterie hier unten ist fertig geworden. Und dann sollten wir gucken, dass wir das hier hinkriegen mit der Produktion. Auf jeden Fall werden die Leitungen gelegt. Kupfererz wird verteilt, das ist gut. Generator. Ah, kein Sauerstoff für Lindsay. Müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen, ne? Dass es noch fertig wird. Nahrungsproduktion ist hier tatsächlich noch nicht angestoßen, ne? Machen wir mal 6 daraus erstmal. Nahrungsmangel ist immer noch gegeben. Er Stinky forscht. Ellie tritt. Das ist auch gut so. Die Batterie ist schon schwach. Wir brauchen hier unten den Saft. Das ist schon wichtig hier unten, ne? Die Leitung ist fertig. Die nächste kommt auch noch. Ist auch fertig, aber dann geht sie hoch.
Ellie tritt die ganze Zeit. Also die kleine Batterie ist nicht genug, ne? Ist klar. Hier sind zwei Mehlläuse, die man da essen kann. Wir haben aber 2800 auch gerade. Geht also einigermaßen. Und wir müssen hier fertig werden. Okay, die Leitung ist fertig. Okay, das dauert länger, der Kohlegenerator. Aber es geht auch voran. Also hier können wir ja nichts einstellen, ne? Das sind ja leider die falschen Kohlegeneratoren. Und da müssen wir den haben, dass der Kupfererz macht, ne? Ohne Strom geht der allerdings nicht. Ja, schwierig. Was war da gerade für ein kurzes Einblenden? Hier kann man zusehen, wie der Strom rasant fällt, ne? Und jetzt ist die Forschung vorbei. Und wenn Forschung vorbei, dann auch Sauerstoff vorbei, ne? Hier unten ist Lindsay nochmal am Generator bauen. Der braucht aber urslange, ne? Das ist das Problem. Und dann ist der Sauerstoff gleich wieder alle. Kommt aber auch gerade keiner runter und macht da weiter, ne? Rennen macht das, dann kriegen wir auch Sauerstoff. Wie sieht es denn über den Betten mit dem Sauerstoff aus? Na, da geht es einigermaßen wenigstens. Die Forschung frisst uns den Strom, ne? Ist vielleicht nicht so ideal. Ellie ist auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Ja, ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.